Mensch, hab ich wieder viel Holz vor der Hütte. Das ist auch kein Wunder, Leute, denn ich habe die Produktionsrate seit der letzten Folge nochmal richtig nach oben geschraubt. Ich zeige euch das natürlich alles gleich nochmal in Ruhe im Detail. Hey ho also und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mischinki mit mir, dem Vorbuttler. Wie immer gibt es viel zu sehen und auch viel zu tun. Also fangen wir sofort an. Habt viel Spaß dabei. Also Mädels, dann wollen wir mal sehen, was ich so getan habe seit der letzten Folge. Das war so einiges. Ich habe ziemlich nochmal verbessert und ausprobiert und nachkorrigiert. Einige unserer neueren Strecken, die wir in den letzten Folgen gebaut hatten, haben mir ein bisschen Sorgen bereitet. Da habe ich nochmal nachgeschliffen. Jetzt klappt alles einwandfrei. Toi, toi, toi. Nichtsdestotrotz stehen wir, glaube ich, im Wald. Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Kinders, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es macht Spaß. Ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, und wenn du mehr sehen willst von Mischinki oder auch andere coole Let's Plays, dann abonniere den Abonnal. Kostet auch nichts. Dann fangen wir an. Ihr habt jetzt schon die ganze Zeit meinen Holzzug bewundern können. Ja, ich habe die hier oben mal ausgetauscht, die alten Dinger. Denn inzwischen, ja, ihr wisst ja, wir haben das vor einigen Folgen hier alles umgebaut. Und auch einen Zug auf eine andere Strecke geschickt. Der fährt jetzt zu einem anderen Sägewerk. Da ist er gerade unterwegs. Aber ja, ich hatte hier noch die ganz alten Loks. Und das Sägewerk war inzwischen schon wieder nicht ausgelastet. Also es hatte alles Rohholz inzwischen wieder verarbeitet, weil nicht mehr genug nachkam. Das hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Allerdings fuhren hier wirklich noch sehr kleine Loks, die nur eine Kapazität von 44 hatten. Und ihr seht hier, ich habe jetzt die beiden ausgetauscht gegen eine moderne und die hat eine Förderkapazität von 128 Holzstämmen. Ne? Und das ist ja nochmal mehr als die beiden anderen davor. Die hatten jeweils nur 44, wie gesagt. Eine steht jetzt hier noch im Lokschuppen und noch eine andere. Ich glaube, eine brauchen wir noch auf jeden Fall für den zweiten Wald. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Und zwar ist das genau diese hier. Da braucht man natürlich eine neue Diesel-Lok. Und da nehme ich jetzt irgendwie im Moment immer diese EMD F3. Weiß auch nicht warum. Irgendwie finde ich die ganz gut. Vor allem, ja, ist sie sehr stark. Setze ich den Zug hier mal in den, oder die Lok in den alten Zug. Und die alte Lok kommt dann da raus. Na, das will meistens nicht. Okay, und dann kann die ziehen 12 von den großen. Was war's? Wisst das noch? Was war's? Ich muss wieder nachgucken. Nossinger, sonst was, Steudinger, kein Nossinger. Doch, diesmal bin ich richtig. Okay, 1, 2, 3, 4, 8, hauen wir alle mal ran. So, das war einer zu viel. Dafür können wir noch einen kleineren hinten dranhängen. So, das ist dann ein Steudinger, ne? Kommt der so ganz nach hinten. Den kann man hier so alles schön so schieben. Manchmal ein bisschen wackelig, aber es geht schon. So ein mordsmäßig langer Holzzug. Den können wir jetzt wieder losschicken. Der hat ja jetzt, deswegen mache ich das immer so, seine alte Strecke noch drin. Da brauchen wir nichts Neues einstellen. Müssen wir gleich trotzdem ein bisschen was machen. Ja, ihr wisst wahrscheinlich auch, dass es in Mischinki hier dieses Tool gibt, wo man Züge austauschen kann. Doch dieses Tool finde ich persönlich etwas unglücklich gestaltet. Ich komme damit nicht wirklich gut klar. Bisher hat es mir echt noch nicht wirklich geholfen. Ich habe es ein paar Mal gemacht und ja, ich mache es lieber so manuell wie jetzt gerade, dass ich die Züge so manuell austausche im Lokschuppen. Also, naja, das passt ja auch zu meinem Spiel. Diese ganzen Automatikfunktionen habe ich ja eh abgeschaltet, so gut es geht. Die KI, die spielt mir natürlich ab und zu auch mal einen Streich. Auch nach der letzten Folge, diese neuen Strecken, die wir gebaut haben, unten in der Gießerei, da springen wir gleich nochmal kurz hin, habe ich einiges nochmal geändert. Da wurden Wegpunkte nicht akzeptiert, aber bla 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 bla, egal. Wir müssen erstmal unseren Zug hier wieder auf die Strecke bringen. Habe ich den richtigen, wo soll er hinfahren? Er soll zu Bahnhof 5 fahren, genau. Dann fahr auch mal dahin, mein Freund. Zack, los. Der sollte auch durchkommen, ohne hier irgendwo warten zu müssen. Prima. So, und dann können wir uns mal anschauen, wie der hier wieder wegkommt. Das ist nämlich etwas unglücklich. Und ja, hier haben wir dieses Wendegleis. Ne? Er fährt also rückwärts wieder hier raus, muss hier erstmal bis nach hinten durch. Das wäre jetzt schon zu kurz, weil der Zug jetzt ungefähr doppelt so lang ist, wie diese Strecke hier. Und dann würde er hier wieder rausfahren.
Das kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit und ist sehr umständlich. Aus diesem Grunde habe ich hier oben mal die Berge weggeschlagen. Ja, sowas kann ich. Sowas kann ich. Das brauchen wir jetzt irgendwie gar nicht sehen die ganze Zeit. Und ich denke mal, das können wir jetzt auf die Schnelle mal eben erledigen. Vielleicht bauen wir hinterher hier nochmal ein paar Berge auf. Kohle habe ich ja genug, also Geld. Ja, guck mal hier, dass wir die Bereiche nochmal etwas optisch abtrennen. Das kann man ziemlich rucki-zucki machen, nämlich Shinki. So, da ist er auch schon. Dann muss ich ihn doch mal eben anhalten, dass er uns jetzt hier nicht wieder rückwärts rausfährt. Guck, das würde jetzt schon gar nicht funktionieren, weil der auch über diese, auf dieser Weiche noch steht. Ne? Der käme gar nicht hier rückwärts rein. Deswegen denke ich mal, bauen wir hier oben einfach mal die Strecke aus, dass wir sie geradeaus weiterführen. Hier kann er direkt in die Kurve. Ja, hier so rum. Und der ganze Sums hier, der kann im Grunde wegkommen. Das reißen wir ab. Das ist uns jetzt eh nur im Weg. So machen wir das. Und bauen das jetzt hier irgendwie dran. Das würde funktionieren. Er fährt ja alleine hier, deswegen ist das alles nicht so dramatisch. Sind das denn wirklich hier noch die alten billigen Gleise? Ja, tatsächlich. Liebe Zeit. Wird auch mal Zeit, dass wir die hier mal etwas austauschen. War vorher echt nicht nötig. Mit dem, ah, hier auch. Ganz übersehen, ja. Seht ihr mal, ist auch gut. Dann können wir das zusammen machen hier. Das ist ja schnell gemacht. Man sollte nur irgendwie nichts übersehen. Komm, das machen wir alles kompletti. Da vorne inzwischen schnelle Züge drauf. Alles ausgetauscht. Ein bisschen gemischt können wir das ja noch lassen. Hier dieses Gleis zum Beispiel ist da nicht so weiter erforderlich. Deswegen lassen wir es einfach mal. So, pass mal auf. Jetzt machen wir hier die Wegpunkte neu. Ihr seht jetzt, ist hier noch irgendwo einer in der wilden Natur. Oder im Nirvana, wie ich es auch mal gerne sage. Boah, sehr lang. Okay. Da wird er jetzt vollgeladen, aber danach der ganze Vorgang hier wenden und da reinfahren. Wo ist denn jetzt 4? 4 ist nämlich schon wieder der richtige Wegpunkt, der ihn zum Bahnhof führt oben. Ja, dann lassen wir den. 1 ist auch gut. Aber jetzt fährt er hier einfach mal geradeaus weiter hierhin. So, und dann. Das müssen wir natürlich an die richtige Stelle schieben. Vollladen. 4. Kriegen wir das mal so durch. Dann zu 5. Und da oben haben wir ja nichts geändert. Das sollte also wirklich funktionieren. Und dann kann ich ihn auch wieder starten. Genau. Jetzt wird er vollgeladen. Das überprüfe ich jetzt auch immer, ob das schön rumspringt auf den nächsten Wegpunkt. Und ja, der Wald, da hoffe ich mal jetzt einfach, dass er hinterherkommt. Hier noch neue Lager angebaut, damit der Wald immer weiter produziert und nicht bei 200 stoppt. So, und dann zischt er ab. Mordstempo, sehr gut. Und wir können unsere Holzproduktion hier oben wieder richtig schön in Betrieb nehmen. Was hatte ich noch vergessen? Ja, vergessen nicht wirklich. Ich habe hier unten an der Werkzeugfabrik, die uns die Goldocken produziert, auch nochmal hier so ein unter den Verbesserungen. So ein Heizkraftwerk eingebaut. Ja, damit die Kohle, die hier transportiert wird, eben auch noch ein bisschen besser verarbeitet wird. Das ist nicht unbedingt erforderlich gewesen, aber gut, wo ich einmal dabei war, hier die Lokomotiven abzugraden oder zu upgraden, wie auch immer, habe ich gedacht, komm, machst du das mal. Und dann dementsprechend haben wir hier auch ein bisschen bessere Kohlenzüge angeschafft, ja, die ziehen richtig was weg. Entsprechend auch hier oben die Kohlenmine ausgebaut. Und ich sehe auch, das klappt jetzt ganz gut. Das läuft nämlich jetzt schon eine Weile. Aber zwei dicke, fette Züge kommen hier an und es wird aber genug produziert. Sehr schön. Okay, da machen wir den großen Sprung zur Gießerei unserer Problemzone hier. Da setzen wir immer mal Zellulite an und so, aber ist inzwischen sehr gut. Wir haben in der letzten Folge ja ordentlich nachgeschliffen hier unten, wurden ab und zu noch gestört durch die Glaserei. Da gucken wir vielleicht gleich auch nochmal rein, ob es da was Neues gibt in dieser Quest. Allerdings, ja, war ich sehr stolz und es ist trotzdem, es hat nicht funktioniert. Es war
Ja, hauptsächlich, weil manche Züge ihre Wegpunkte nicht akzeptiert hatten. Das war also wirklich bugartig. Da musste ich einen Wegpunkt abreißen, an der gleichen Stelle einfach nochmal neu setzen. Seitdem klappt es. Aber vor allem habe ich hier am Gießerei Bahnhof den Zu- und Ablauf nochmal verbessert. Ihr wisst, die 4 Züge, die hier die Eisenbahnen abholen, müssen sich hier diesen Wendekreis teilen. Und es gab immer mal wieder Stau, obwohl, ja, die mussten halt relativ lange warten. Das klappte zwar letztendlich, aber dann hatte ich das Problem, dass plötzlich ein 4. Zug hier trotzdem reinfuhr, warum auch immer. Und dann standen sich alle 4 in der Quere, so hatte ich das eigentlich nicht geplant. Also habe ich hier vorne nochmal Kettensignale hingestellt, die diese ganzen Zulaufgleise so abgesondert haben oder abgeriegelt haben. Die machen ja nur auf, wenn auch das nächste, also das folgende Signal auf grün steht, auf Durchfahrt steht, ne? Also sonst bleiben die dicht. Also wenn hier zum Beispiel auf rot ist oder der Zug hier überhaupt nicht mehr weiß, wie er weiterkommen soll, sieht er jetzt zum Beispiel, hier ist alles auf rot, ja, dann schaltet der auch auf rot, so dass die Züge auf jeden Fall hier warten müssen. Und so kommt es dann auch nicht zu so einem großen Stau, weil, das ist der nächste Punkt, ich diesen Bahnsteig noch in Betrieb genommen habe. Der war nämlich tot relativ. Da fährt nur ab und zu dieser kleine Kohlenzug, nicht der hier unten, der ist wichtig, aber da ist ja noch so ein anderer Kohlenzug, der hinten zur Werkzeugfabrik so beiläufig fährt. Da hinten steht er gerade in Warteposition. Der muss da nur ab und zu durchhuschen, der hält da gar nicht an. Und deswegen habe ich gesagt, ja komm, dann können die Züge mit den Eisenbahnen einfach da immer wieder zurückfahren. Die biegen jetzt also immer hier vorne ab und auch nochmal mit geschickten Signalen können die hier hinten sich schon mal, ja, können die ruhig einen kleinen Stau erzeugen, wenn es nicht weitergeht, aber meistens fließt es jetzt wirklich wunderbar ab, huschen hier mal eben durch und sind dann wieder auf ihrem richtigen Gleis. Zur Erinnerung, jeder dieser 4 Züge hat ein eigenes Gleis, auf dem er immer fährt, in beide Richtungen, so dass es da, ja, dass die KI da gar nichts zu tun hat. Ja, und dann auch hier nochmal ein Block eingebaut in der Mitte. Und zwar wegen der Kettensignale auf der Seite. Denn wären die nicht da, und hier wäre rot, hier hinten, weil der Bahnhof gerade dicht ist, würde der Zug durch das Kettensignal hier vorne schon aufgehalten und würde hier alles blockieren. Deswegen hier nochmal ein kleiner Block. Ihr seht das jetzt gerade ganz gut. Dass das Kettensignal hier vorne auch auf rot ist, das ist jetzt logisch. Aber es müsste jetzt umspringen auf grün. Tut es aber nicht, ne? Seht ihr, weil hier jetzt das nächste Signal nicht auf grün steht. Ne? Daher Kettensignal, ne? Also erst wenn der Zug jetzt hier hinten rausfährt und auch dieses Signal auf grün steht, erlaubt er hier auch vorne die Durchfahrt. Ne? Das ist in dieser Richtung nicht wichtig, aber in der anderen Richtung, dieses Prinzip, ist es sehr wichtig, damit eben hier. Das ist ja nur dieser eine Bahnsteig, auf dem 4 Züge entladen werden. Ne? Und damit das funktioniert. Ah ja, er wartet hier gerade mal, bis der Kohlenzug weg ist. Der fährt jetzt hier gerade über sein Signal und dann ist hier oben frei. So. Gut, aber seitdem läuft es etwas besser, etwas geschmeidiger. Wir sammeln doch mal ein bisschen mehr Eisenocken an. Was ich nebenbei mal überprüft habe, ist unsere Stromversorgung. Ist ja doch auch wichtig für die Zukunft, wenn wir jetzt die ganzen Strecken noch elektrifizieren. Dann brauchen wir auch mehr Energie. Im Moment läuft es ja sehr gut. Es steigt also. Und wie mache ich das überhaupt? Ich habe hier oben 2 Kohlenkraftwerke. Und eine Kohlenmine, die ist komplett ausgebaut mit 3 Förderschächten, Lagerhaus und allem. Ich schaue mal kurz nach, ob es, ja, wird gut eingelagert. Also eigentlich könnte ich hier sogar noch einen zweiten Zug einsetzen. Dieser eine Zug hier fährt nämlich abwechselnd zu diesem Kohlenkraftwerk, dann zurück, holt neue Kohle und guckt dann darunter zu diesem Kohlenkraftwerk und immer so hin und her im Zickzack-Prinzip. Aber ihr seht auch gut hier, dass das völlig ausreicht. Er kriegt seine Kohle hier kaum verbraucht. Und hier oben scheint es aber etwas mehr abzugehen. Habe ich das weiter ausgebaut? Das kann natürlich sein, ja tatsächlich. Ne? Also hier kann ich sowieso noch ein bisschen mehr hinballern. Ist doch hervorragend. Dann bauen wir die mal ein bisschen aus. Warum nicht, ne? Dann haben wir mehr Reserve, wenn wir es mal brauchen.
Dann ist der Strom schon da. Das ist allerdings nicht unsere einzige Stromversorgung, denn ich habe noch hier unten ein großes Areal, ein großes Industriegebiet mit Ölkraftwerk, Ölförderung, Raffinerien, Güterproduktion. Und das ist so groß hier unten, dass ich selber im Moment nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ich muss es mir selber angucken. Deswegen heute auch mal so ein bisschen so eine Anguckfolge, wo wir uns nochmal so ein bisschen verinnerlichen, was wir überhaupt alles für einen Unsinn gemacht haben. Aber es ist doch relativ leicht nachzuvollziehen, da wir ja unsere Industriezweige so getrennt haben diesmal. Es ist nicht so durcheinander. Zum Beispiel ist hier eine Raffinerie und da kann ich schon von ausgehen, dass das unsere einzige Raffinerie ist, die unser ganzes Öl produziert. Bin mir nicht sicher. Ich habe es längere Zeit nicht beobachtet, ob wir mehr Öl bekommen oder ob wir schon zu viel verbrauchen. Ich habe auch einige Dieselloks neu angeschafft. Jedenfalls scheint es hier einen Engpass an Rohöl zu geben. Das macht dieser kleine Zug, der fährt immer hier hin zu den Ölquellen. Den könnten wir vergrößern, schätze ich mal, obwohl im Bahnhof auch nicht so viel ist. Warum geht das so langsam hier? Ist komplett ausgebaut. Ich sollte den Bahnhof vielleicht auch ausbauen, dass wir hier auch in den Pausen oder dass, wenn es mal einen Stau gibt, die Produktion nicht unbedingt stockt. Ja, aber dieser Kreislauf ist einzig und allein dafür da, hier dieses Ölkraftwerk zu beliefern. Und das scheint ganz gut klar zu kommen. Produziert fleißig vor sich hin. Und auch das schöne Stahlwerk hier im Feld, das bräuchte im Grunde mal ein Lagerhaus und einen Güterbahnhofanschluss hier, damit das Lager vergrößert wird. Hier wird doch einiges eingelagert und die Produktion stockt dadurch. Das ist nicht gut. Aber ihr seht, hier habe ich das große Problem, dass der Bahnhof schon viel zu groß ist. Normalerweise, weiß ich nicht, müsste man ja das Gebäude noch daran stellen können. Aber der will es irgendwie nicht. Es ist auch nur 6. Dann kann ich es vielleicht mit dem Kontrollturm nochmal. Ah, ist schon zu groß. Auch der Kontrollturm passt nicht dran. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Es klappt immer noch nicht. Kann man nichts machen. Oder wir versuchen den Abtransport des Stahlblechs hier, der Stahlblechrollen, etwas zu beschleunigen. Dieser Zug fasst nämlich nur 40 Stück. Und das ist nicht so besonders viel. Der ist dafür allerdings sehr schnell. Muss allerdings auch wieder eine weitere Strecke fahren. Ziemlich schön hier oben. Schön geschwungen durch die Landschaft. Hier seht ihr weitere Kohlenkraftwerke mal so zwischendurch. Ne? Das ist aber auch ein geschlossenes System, was nur dazu dient, diese Kraftwerke zu beliefern. 2 Kohlekraftwerke sind das. Und das sieht gut aus. Im Bahnhof ist immer ein bisschen Kohle vorhanden. Hier nicht. Okay, aber das ist kein Problem im Augenblick. Und es wären noch Kapazitäten vorhanden, dass wir hier eventuell auch nochmal weitere Züge hinschicken könnten. So, wo führt denn der Güterzug hier nun hin? Ihr ahnt es schon, natürlich zu unserer Fabrik. Ist sie nicht wunderschön gelegen hier im Wald? Da arbeitet man gerne, ne? Okay, die Fabrik stellt unsere Güter her und wir holen ganz schöne Mengen inzwischen hier ab. Also diese Produktion hier könnten wir auch nochmal steigern. Es fehlt offenbar auch, ja, an Blech. Seht ihr? Das läuft schon leer. Und ihr erinnert euch, wir haben einen wirklich großen, langen, mega Güterzug, der unsere Hauptstadt beliefert, über diese Strecke hier, wenn ich mich nicht irre. Oder war es hier? Kann auch sein. Letztendlich nicht besonders schlimm, ne? Aber wäre eine Option, da mal ein bisschen ranzugehen, nachzubessern. Dafür sind wir ja schließlich hier, ne? Kinders, ich hoffe, ihr seid auch noch hier und zwar in der nächsten Folge, dass ihr dann wieder einschaltet. Heute haben wir ja nicht so viel gebaut, mehr geschwätzt und geguckt und gemacht. Aber zu bauen gibt es auf jeden Fall auch wieder eine ganze Menge. Und deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich hoffe, heute hattet ihr euren Spaß und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch ja keine Angst einjagen.